Hallo, ich bin Dirk von Parker One und ich zeige heute, wie ich einen Demi-Tour mache. Und zwar ist es wichtig zu sagen, dass es verschiedene Varianten gibt. Man kann es über eine Stange machen, man kann es über eine Mauer machen, direkt ins Hängen oder in Schlitz. Und ich zeige heute, wie ich den in Schlitz mache und danach runterlassen. Das heißt, ich zeige zum einen die Technik des Drehens selber und zum anderen auch noch, wie man es danach runterlässt in die Hängeposition, um dann eben einen Job zu machen oder sich abzurollen oder sowas. Ich finde es erstmal wichtig zu sagen, wenn man die Hände aufsetzt, und zwar wenn ich vorher mich über den linken Arm zu drehen, muss ich die linke Hand vorher eindrehen. Wenn ich die Hand so haben würde, müsste ich in der Luft beide Hände umgreifen und das ist sehr gefährlich, weil ich dann eben abrutschen könnte. Deswegen setze ich die eine Hand schon leicht gedreht auf. Das heißt, ich komme aus dem Anlauf und stoße mich so über die Wand drüber. Und dabei ist es wichtig, dass ich nicht in die Richtung stoße, sondern nach oben stoße und mein Arsch hochgeht. Der Arsch ist nach oben, dann wird der Schwerpunkt immer hier drüber bleiben. Wenn ich es machen würde und mein Arsch hier hinten hängt, gehe ich nach unten und falle runter. Das ist scheiße, das wollen wir nicht. Deswegen, nehmen wir Anlauf. Gehen hier ein bisschen in die Hocke, von da aus hochdrücken und dann setze ich die rechte Hand um. Die rechte Hand gehe ich so und setze ich hier auf, weil ich in den Stütz will. Ich zeig's mal eben. So ungefähr. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich kicke ein Bein so komisch hoch. Das ist jetzt kein Style oder so, sondern das ist dazu, dass ich eben eine Kraft habe, die ich nach oben treibt und gegen die Schwerkraft wirkt. Das ist viel besser, weil ich dann nicht nach unten gezogen werde. Ich kann mich halt da oben halten und ich kann richtig schön langsam da runter gehen. Ich schaue nicht gegen die Mauer. Was man auch machen kann, ist, dass man die Beine zusammenlässt. Ich zeig's mir eben. Kann mir gar nicht. Ich persönlich finde es angenehmer, die Beine zu trennen, weil wenn der eine Fuß irgendwie abrutscht oder so, hat man noch einen zweiten Fuß zur Sicherheit. Finde ich persönlich besser. Ich zeige euch eben ganz kurz den Anlauf noch. Ich laufe eigentlich an mit einem Katzensprung. Das heißt, ich nehme Anlauf, die letzten beiden Schritte und kleinere Schritte. Da nehme ich die Arme nach hinten, um Schwung zu holen für den Sprung. Auf der Hocke drücke ich mich nach oben und dann kommt eben dieses Umgreifen. Ich zeige es dir mit dem Anlauf. Ich mache es langsam, wie ihr jeden Schritt sehen könnt. Ungefähr so. Wisst ihr schon, wie man es drehen kann, wenn ihr den Turnboard eben macht? Das heißt, man dreht sich drüber, ist im Stütz und dann muss man vom Stütz nach runter kommen. Wenn man im Stütz ist, gibt es mehrere Varianten. Die optimal ist, wenn man die Kraft hat, sich runterzulassen, dann überzugreifen, sich hinzuhängen. Wenn man die Kraft dafür nicht hat, kann man auch den Ellbogen nehmen, das ist kein Problem. Es sind einen Ellbogen auf, den anderen, unten, eine Hand, andere Hand. Das ist alles erlaubt, das ist kein Problem. Wisst ihr ungefähr, wie man den Demi-Tour macht? Ich finde es eben sehr wichtig, dass man auf sein Gewicht achtet, dass man nicht über die Mauer rüberfliegt, sondern sich genau drüber dreht, auf dem linken Arm stützt, den schon vorher eingedreht hat und eben sonst auch achtet, dass man nicht irgendwie sich rüberschmeißt und weiß, was die Hände machen, die Beine knallen gegen, sondern Kontrolle. Das heißt, den Schwerpunkt hochbringen, drehen, die Beine dann gegen und dann erst runtergehen. Finde ich persönlich am sichersten. Ich bin Dirk von Parker One, das war der Demi-Tour. Jetzt kommen einige Beispiele. Erst in Normalzeit, dann in Zeitlupe. Das ist die einfachste Variante, die noch nicht viel Kraft benötigt. Man springt auf das Hindernis, verlagert dann das Gewicht auf die Hände, legt die Brust ab, legt die Unterarme auf das Hindernis und von dort aus wechselt man mit einer Hand nach der anderen den Griff und endet in einer Hängeposition. Dadurch, dass man mit einer Hand zuerst umgreift, kann es passieren, dass sich eine Körperhälfte stärker entwickelt als die andere. Um das zu vermeiden, sollte man immer wechselseitig trainieren, also auch die andere Hand zuerst umsetzen. Bei dieser Variante lässt man nur noch einen Unterarm auf das Hindernis auf, um sich herunterzulassen. Hierbei sollte man auch wieder beide Seiten trainieren. Das ist die Variante, die ich normalerweise benutze. Ich springe sofort in den Stütz. Von da aus lasse ich mich auf die Brust herunter, wechsle den Griff und lasse die Kante los.
Hier kann man sehen, dass ich mich bereits beim Absprung ein wenig eindrehe, um die Drehzeit in der Luft zu verkürzen. Hier sieht man die genaue Fußstellung beim Absprung. Ich hole Schwung mit den Armen, mache zwei kleine Schritte und springe ab. Bei dieser Variante halte ich die Beine geschlossen zusammen. Ob man die Beine öffnet oder schließt, ist einem selber überlassen. Ich bevorzuge die Variante mit geöffneten Beinen. Diese Variante benutze ich in Läufen. Wie ihr sehen könnt, verschwimmen hier die einzelnen Phasen der Bewegung. Hier noch einmal das Gleiche aus einer anderen Perspektive. Wie ihr hier sehen könnt, überspringe ich schon die Phase des Umgreifens. Bei dieser Variante überwinde ich eine Stange. Wichtig ist hierbei das Aussetzen der Hände. Ein Arm ist schon vollkommen eingedreht. Hier sieht man, dass die Füße nacheinander auf der Kante aufkommen. Der Absprung ist hier genauso wie bei der Mauer. Man kann auch hierbei wieder die Beine geschlossen halten. Bei solchen Hindernissen muss man vier Dinge beachten. Erstens früh umgreifen, um sie sicher festhalten zu können. Zweitens seinen Schwerpunkt über der Stange halten. Drittens das Gewicht nur auf den Armen halten. Viertens die Fußstellung beim Herunterlassen. Sind die Füße zu hoch, drückt man sich weg. Sind sie zu niedrig, rutscht man ab.